Soweit ich weiß, gibt es ein Sprichwort, das heißt, der dümmste Bauer hat die größten Kartoffeln. Und wenn man sich meine diesjährige Kartoffelernte anschaut und auch die Größe von den Knollen mit berücksichtigt, da muss ich schon ganz schön naiv, dumm und was weiß ich noch sein, um wirklich da diesen Ertrag daraus zu ziehen, mit dem ich sehr zufrieden bin. Und ich möchte euch einfach bei meiner Kartoffelernte in dem Jahr teilhaben, möchte euch zeigen, wie viel ich geerntet habe, welche Sorten ich habe und wie viel ich auch ungefähr reingesteckt habe, also an Knollen. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt und heute einfach mal die Kartoffelernte 2020 von mir. Es ist jetzt Mitte August. Ich habe jetzt meine ganzen Hügel abgeerntet. Ich habe in drei Methoden angebaut. Ich hatte Mulchbeete, ich hatte die ganz normalen Dämme oder in Hügel habe ich die Kartoffeln angebaut und angehäufelt und natürlich auch den Kartoffelturm angebaut bzw. den Kartoffelturm aufgebaut und ich muss sagen, der Kartoffelturm, der war am schlechtesten vom Ertrag her, also bei dem war ich jetzt nicht ganz so zufrieden. Die Mulchbeete waren vom Aufwand her weniger anspruchsvoll bzw. hat weniger Zeit in Anspruch genommen, die Kartoffeln reinzusetzen und anzuhäufeln. Ich habe einfach die Knollen reingesteckt. Ist ein sehr guter Ertrag, mit dem ich auch leben kann. Mit einem Mulchbeet, was ich da abgeerntet habe, auf der einen Seite von meiner Permakulturfläche, habe ich ungefähr, sage ich mal, 5 bis 10 Kilo an Ernte gemacht. Und ich habe da vielleicht 8 Knollen reingesteckt, also ungefähr 1 bis 1,5 Kilo Kartoffeln reingesetzt. Also muss ich dann sagen, dass ich da ungefähr 8 bis 10 Kilo da an Ernte rausbekommen habe. Finde ich auch sehr schön. Das gleiche eigentlich auch bei den Dämmen oder bei den angehäufelten Kartoffeln. Also da waren wirklich riesen Dinger dabei. Also das ist hier zum Beispiel die Sorte Annabelle. Das ist jetzt eine etwas kleinere Knolle noch. Ich habe noch viel größere geerntet. Oder auch hier der blaue Kongo. Von dem gab es da auch richtig große und viele Kartoffeln, die ich ernten durfte, sind ja bis auf die Annabelle. Die Annabelle ist eine frühe Kartoffelsorte, die 100 Tage Zeit braucht, um auszureifen. Wenn jetzt zum Beispiel der blaue Schwede hier oder die rote Emali, das sind mittelspäte Kartoffeln, die auch vorwiegend festkochen oder festkochend sind. Und da muss ich halt sagen, da habe ich in den Dämmen habe ich 12,5 Kilo, glaube ich, ungefähr reingesetzt, also an Pflanzkartoffeln, und habe dann ungefähr, wenn man insgesamt das so hochrechnet, denke ich mal so an die 80 Kilo ernten dürfen. Ich würd sogar auch sagen bis 100, also 80 bis 100 Kilo, also könnte man jetzt gut davon ausgehen, dass ich jetzt insgesamt in dem Jahr so circa 100 Kilo, wenn nicht sogar mehr, an Kartoffeln ernten durfte. Das ist wirklich schon, das hätte ich niemals gedacht. Also ich habe ja auch die Anbaufläche erweitert im Vergleich zu letzten Jahr. Und die Erde ist auch sehr gut gewesen. Ich habe auch alles gut gemulcht und trotz des wenigen Regens haben die wirklich viel Gas gegeben. Waren sehr gute und gesunde Pflanzen. Und ich bin echt zufrieden. Ich bin wirklich zufrieden mit dem jetzigen Anbau, bis auf der Missernte vom Kartoffelturm. Das mit den Dämmen war bis jetzt für mich die beste Erfahrung, also auch viel besser als die Mulchbeete.
auch wenn der Aufwand ein bisschen höher ist, aber das Anhäufeln hilft dann auch doch mehr, weil natürlich die Wärme von der Sonne die Kartoffeln auch besser wachsen lassen. Das sind ja auch wärmeliebende Pflanzen, kommen ja, glaube ich, ursprünglich aus Peru. Und in den Dämmen können die natürlich auch in dieser lockeren Erde, können sie natürlich auch viel mehr Pflanzkartoffeln bilden. Also ich habe jetzt zum Beispiel mitbekommen, hätte ich die rote Emaille noch weiter angehäufelt, die bildet jetzt zum Beispiel an den Seitentrieben bzw. am Stängel, hat die dann nochmal ein paar weitere Kartoffeln gebildet. Beim blauen Kongo war es jetzt mehr weniger der Fall, was ich beobachten durfte. Aber so alles in allem muss ich da wirklich sagen, dass ich wirklich mit den Sorten auch sehr zufrieden bin. Vor allem mit Annabelle, dem blauen Schweden und den roten Emali. Die habe ich letztes Jahr auch angebaut und dieses Jahr wieder recht gute Erträge. Dann hatte ich auch diese mischhaltige Kartoffel, diese rot-gelb gefleckte Nemo. Habe ich auch einige Ernten machen dürfen, war dann nicht ganz so viel. Dieses Jahr ist aber wahrscheinlich nicht ganz so ertragreich, ist aber auch eine Kartoffel, die jetzt eher weicher ist, also nicht festkochend ist für Kartoffelpüree, glaube ich. Soweit wie ich es mitbekommen habe, weil ich esse ja natürlich keine Kartoffeln, ich baue sie einfach nur für andere Leute an, um den Boden aufzulockern. Das ist so mein Ziel, warum ich die Kartoffeln anbaue. Und sonst die neuen Sorten, die ich geerntet habe, waren überwiegend im Kartoffelturm, also der schwarze Ungarin, dann und Augsburger Gold, da war natürlich der Ertrag nicht so gut. Kann man nichts machen. Das sind halt Erfahrungen von denen, ja, denen ich lerne und beziehungsweise auch ihr lernen könnt. So viel zu meiner Kartoffelernte dieses Jahr. Und was man jetzt auch zum Beispiel jetzt machen kann, wenn sich jetzt jemand fragt, ich habe jetzt meine Kartoffeln schon lange abgeerntet und was kann ich jetzt als Nachkultur reinsetzen? Also jetzt könnte man noch, ich habe vor 2 Wochen, glaube ich, nochmal Bohnen reingesetzt. Also Buschbohnen kann man nochmal probieren. Im Herbst könnte man nochmal die dicke Bohne in die Fläche reinsetzen. Dann überwintert sie, dann soll es weniger Blattläusenbefall im Frühjahr geben. Was man auch noch machen kann, sind so vorangezogene Wintersalate, Zuckerhut, Endivie. Bald kann man auch Feldsalat setzen, also direkt aussehen. Und sonst einfach noch vorgepflanzten Blumenkohl, also vorgezogenen, habe ich da auch noch reingesetzt. Also einfach solche Kulturen, die vielleicht ein bisschen kältebeständiger sind und auch vorgezogen, dann kann man den nochmal gut in den Boden hier für ja, Kartoffeln reinsetzen. Man kann auch Gründüngung reinsetzen, das ist jetzt auch langsam die Zeit, also so Sonnenblumen, Phacelia, Buchweizen, Luzerne, einfach in den Boden nochmal besser aufzuarbeiten, kann man immer wieder machen, empfehle ich auch sehr. Und in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Gerne könnt ihr dem Video einen Daumen nach oben geben. Ihr könnt auch gerne den Kanal kostenlos abonnieren und auch auf die Glocke drücken. Dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr Freunden, Bekannten und Familie von mir und meinem Projekt erzählt, damit immer mehr Aufmerksamkeit mir zugutekommt. Der Kanal stetig und weiter organisch wie ein Baum zum Beispiel wächst und sich auch einfach mehr Menschen finden, die bereit sind, das Projekt und mich zu unterstützen, damit ich es natürlich auch weiter am Laufen halten kann und für euch Videos machen darf. Und weitere Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr natürlich wieder unten in der Infobeschreibung und auch auf meiner Webseite unter Unterstützung. So, in diesem Sinne wünsche ich euch wirklich wunderbare und schöne Sommertage, schöne warme Wettertage oder Wochen. Natürlich auch ab und zu mal wieder ein bisschen Regen. Jetzt war schon wieder seit zwei bis drei Wochen kein Regen. Und ich hoffe, ihr habt auch eine wunderbare Kartoffelernte dieses Jahr. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Und ich würde mich da wirklich sehr freuen. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin.